Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, nur eines der drei vor einer Woche vorgestellten Katzenkinder hat Interessenten gefunden. Die kleineren Geschwistermiezen warten immer noch auf ein Zuhause, wo sie spielen können, beschmust werden und die Welt entdecken können. Wer also gern zwei Kätzchen zu sich nehmen möchte, sollte im Tierheim anrufen. Unsere heutige Vorstellung gilt Ditscher, einem 7-jährigen Rüden der Rasse französische Bulldogge. Er wurde am 31. Juli als Fundhund in der Arche Noah abgegeben. Später stellt sich allerdings heraus, dass die angebliche Finderin die Mutter der Hundebesitzerin ist. Sie hatte für eine Zeit den Hund in Pflege genommen und brachte ihn als angebliches Fundtier ins Tierheim. Ditscher war zu diesem Zeitpunkt in einem schlechten, unernährten Zustand und hatte einen starken Milbenbefall in den Ohren. Bei einer Untersuchung in der Tierklinik wurde weiterhin festgestellt, dass der Rüde Wasseransammlung in Herz und Lunge hat, vereitertes Zahnfleisch und starken Zahnsteinbefall. Seitdem die Besitzerin weiß, wie schlecht es ihrem Hund geht, hat sie sich nicht mehr in der Arche Noah gemeldet. Dieser Sachverhalt ist über den Tierschutzverein zur Anzeige gekommen. Ditscher wird jetzt rundum versorgt und behandelt, damit er eine dringend nötige Zahnoperation gut übersteht. Er ist ein ganz lieber und ruhiger Kerl, allerdings von seiner Vernachlässigung gezeichnet. Das Problem ist, Menschen züchten Hunde, die nicht mehr richtig Luft bekommen, deren Zähne Fehlstellung haben. Und manche Besitzer ignorieren dann, dass diese Hunde besondere Pflege brauchen. Die Zahnoperation von Ditscher wird für das Tierheim eine finanzielle Belastung werden. Deshalb wird sich Tierheimleiterin Katrin Mattes über Spenden für die Operation sehr freuen. Die umfassende Behandlung des armen Rüden wird wahrscheinlich bis Ende Oktober dauern. Doch Katrin Mattes hofft, dass der liebe Ditscher Interessenten findet, die ihn vielleicht schon auf seinen Genesungsweg begleiten könnten. Wenn er eine vertraute Bezugsperson hätte, würde er viel schneller gesund. Denn Liebe heilt.